So, operiere Ei. Wehe, du schlägst fehl, du Gurke, ne? Ich sag's ja. Medizin 13. Reiß dich bloß zusammen. Ich denke mal, es ist das Richtige, wenn ich jetzt hier einfach jetzt hinbaue. Ich meine, ich habe Komponenten, ich habe Stahl. Und ich kann mir auch Stahl besorgen, relativ einfach, weil ich ja die Tiefenbohrung freigeschalten habe. Von daher, wir stellen da einfach mal eins hin. Wir machen das aber aus. In den meisten Fällen wird es aus sein. Ist die Frage, wo wollen wir noch eins hinbauen? Man kann die auch aus anderem Zeug bauen? Plastahl, Uran. Okay, dann halten die wahrscheinlich mehr ab. Zum Beispiel hier könnte jetzt noch einer hin. Wahrscheinlich eher hier oben oder so. Das Problem ist, dass die Gegner keine Deckung kriegen, ne? Also wir könnten hier auch nochmal einen hinstellen. Wenn der dort steht, besteht aber auch die Gefahr, dass er hier die Teile in die Luft springt, wenn er in die Luft geht. Was ich nicht cool fände. Und hier unten könnte man dasselbe machen. Was aber auch wieder riskant ist. Zum Beispiel hier. Na, muss ich nochmal gucken. Ich weiß noch nie genau, wie ich das gemacht haben will. Eine alternative Methode ist natürlich, die Teile hier komplett einzumauern. Mit Türen. Dass man hier eine 6er Batterie hat, die komplett eingemauert ist. Aber ich sehe, man sieht halt schon, ich habe hier so ein kleines Problem mit dem Platz. Ich hätte die Kolonie etwas größer bauen sollen. Da hat man am Anfang gedacht, oh, das ist ja hier schon richtig groß, ne? Da hast du Platz ohne Ende. Nicht ist. Nicht hast du. Hab keinen Platz für nichten. Ja. Mal gucken. Bin mir da noch nicht ganz sicher, wie wir das machen. Wir brauchen auch mehr Steine. Ich könnte irgendwo einen tiefen Bohrer hinsetzen. Die Frage ist, wo stellst du den hin? Weil das Problem mit dem Tiefenbohrer ist, da können Gegner rauskommen. Also wo baust du den auf, dass für den Fall, dass Gegner rauskommen, dass es kein Problem gibt. Am besten außen, ne? Ich mal sagen. Hier zum Beispiel. Der Nachteil dann ist natürlich, dass die Leute erstmal weiter hinlaufen müssen. Aber wir könnten das mal machen, ja. Ich glaube, man kann den abbauen und umsetzen. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob das noch eine Sache ist. In der letzten Version konnte man es auf jeden Fall, ne, in der Beta 18. Wenn du das Ding irgendwo hingesetzt hast, dann stand das da. Forever. Das ist nicht ganz so cool. So, ja, ein anderer Nachteil ist, wenn du den hier außen hinstellst, der wird wahrscheinlich abgeknallt und kaputt gemacht und ist auch nicht so cool. Außer, man macht jetzt hier eine kleine Hütte, wo der dann drinne steht. Ist aber auch nicht cool, wegen den Gegnern, die dann vielleicht da rauskommen. Okay, weiß es noch nicht. Wir machen erstmal hier einen tiefen Bohrer hin. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Was der bringt, ob... Ich weiß halt jetzt noch nicht, ob da Rohstoffe sind. Das wird eine Überraschung. Nein, er ist nicht meinen ganzen... Ja, wenigstens der Hund ist das Fleisch. Danke, Hund. Du bist mein Held. Ja, die Muffalos essen halt den Reis gerne. Hier hat keiner angepflanzt. Warum? Ei, was los? Geht's scharf? Ist das bionische Auge fertig? Immer noch nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt, was so ein Gewehr an Arbeitszeit kostet, ne? Will ich da gucken? Ach, 750, ne? Braucht genauso viel wie so ein dämliches Auge. Das dauert noch, bis man da... Muss man das haben. Was machst denn du, Hundi? Trägt Tonne mit Fäkalien. Okay. Was wollt denn ihr mit den ganzen Tonnen mit Fäkalien? Ich habe ja hier nicht immer mehr irgendwas. Ja, 160 haben wir noch. Achso, genau. Wie weit seid ihr? Kann ich euch endlich rausschmeißen? Will euch loswerden.
Arbeiten kaum, ist mir doch egal. Bewegen 71, ist gut. Komm, hauen raus. Hier. Gefängnis, freilassen, bitte. Ja, hier, nee. Freilassen. Komm, weg mit ihm. Oder mit ihr, keine Ahnung, ist das eine sie? Von mir aus kann es eine sie sein, das macht jetzt keinen Unterschied. Aber hause raus. Dann sind wir das Problem nämlich schon mal los. Ja, ein so ein Mini-Geschütz ist halt auch, na? Was können wir denn noch machen? Also die Mini-Geschütze sind halt eher, so, es sind halt die Idee, ne? Ins hier hin, dann haben wir hier unten auch einen Schutz. Die decken das nach hier und, na, nur nach hier so ein bisschen ab. Der hier hat dann Schwierigkeiten zu schießen. Außer würde vielleicht hier stehen oder so. Das ist alles nicht so ganz so cool. Mal gucken, in so ein Mini-Geschütz nicht viel machen, aber was soll's. Warum habe ich denn die Waffen da oben rumliegen? Die sind zum Einschmelzen, oder? Ich meine, das Repetiergewehr ist echt hinüber. 42%. Das hat immer noch top. Dass es keinen Qualitätsmultiplikator gibt. Keinen Haltbarkeitsmultiplikator. Ich hätte gedacht, wenn das Ding so da nieder ist, dass dann die Genauigkeit nachlässt. Aber scheinbar ist das nicht mehr so. Was echt komisch ist. Muss ich mal sagen. Na, hier. Wunderbar, ist fertig. Mini-Geschütz. Ich mach's dann auch gleich aus. Weil das braucht Strom und das muss ja näher an sein, wenn wir alle da sind. Frage, macht man dann hier außen auch Mini-Geschütze hin? Ja. Strom ein, Strom aus. 80 Watt brauchen die bloß. Die sind günstig, du. Meine Güte. Was können die? Feuer einstellen, kann man machen. Haltbarkeit, Lauf, klar, müssen wir irgendwann reparieren, falls sie zu viel schießen. Die kann man auch hier hinstellen, zum Beispiel hier vorne oder so. Ja. Ihr seid aber auch langsam da draußen, ne? Und Zeit, dass Winter vorbei ist. Das Auge ist fertig. Ei. Hast du gerade was hier im Gewächshaus zu tun? Ja, hast du. Hier ist bereit zum Ernten. Dann will ich dich da nicht unterbrechen. Mach das mal bitte. Ach, versuch sie zu rekrutieren. Ja. Ha, das kostet dich alles immer Zeit. Aber hier, linkes Bein ist schon wieder in Ordnung. Also, naja gut, in Ordnung ist vielleicht ein bisschen positiv gedacht. Aber es ist auf dem Weg der Besserung. Wie sind wir hier aus? Ja, baut das Teil mal hin, bitte. Habe ich noch Bauteile, die ich ernten kann? Ja, hier habe ich welche. Da unten waren auch welche. Da ist sogar Plastahl. Hier ist noch ein wenig Gold. Hier ist komprimierter Stahl. Hier ist auch noch Plastahl. Hier sind auch komprimierte Bauteile. Ja. Silberader. Also wir haben schon noch ein bisschen was hier auf der Karte an Materialien. Ne? So ist es nicht. Es ist nicht so, dass wir demnächst nichts mehr haben. Müssen wir mal gucken müssen, ist Wildtiere, Wildtiere ist alles gut. Hier ist auch jede Menge Fleisch, da brauchen wir auch nichts. Ne, der Mäuse macht schon das nächste Hightech-Bauteil. 8 Stück noch. Okay, als nächstes noch ein Auge, dann noch ein Arm. Und dann kommen wir langsam in den Bereich, wo wir uns Gedanken machen müssen. Was brauchte das Zeug? Das war nicht so teuer, ne? Ja, 10 Plastahl, ja, okay. Das stimmt, ist kein Problem. Die haben sich angenehm günstig gemacht. Die Hightech-Bauteile, das gefällt mir ganz gut. Hier hätte ich gerne. Stelle Medizin her. Details. Wiederhole nicht, sondern bis du X hast. X sei 30. Mach einfach 30 Medizin. Hier haben wir jetzt 16 rumliegen. Ja, komm.
Z, ganz wichtig. Hat schon wieder meine Sicherung zerlegt. Was kann ich denn gerade ausmachen? Braucht nichts auszumachen. Aber hier, der Laden ist ja aus. Dadurch geht's eigentlich. Das Ding hier ist auch aus. Hier ist sogar ein bisschen... Die Windturbinen machen ein bisschen Strom. Also alles gut. Sobald Ei hier fertig ist mit Anbauen. Oh, schicke ich sie. Wobei, müssen ein bisschen auf die Uhrzeit achten. Ich glaube, ab 20 Uhr schicke ich sie dann hier runter. Dass Pyro die Operation vornehmen kann. Besucher, hübsch. Die violetten Truthähne. Ein einziger. Hat was zu handeln mit. Irgendwas Besonderes? Kräutermedizin, Pemmican, Silber, Kurzbogen, Schmesser. Nicht so besonders viel, aber wir handeln mal mit ihm. Und dann gucken wir mal. Ja, ey, bist du jetzt fertig da? Nö. Ach doch, jetzt trägt sie den ganzen Reis fort. Den ganzen Reis, ganze 8 oder so. Wahrscheinlich, ja, genau. Was hier noch fehlt, trägt sie dahin, ne? Ja, die 14 Stück. Ja, der Hund bringt hier mal ein bisschen Stahl ran. Das ist sehr gut. Wie viel Blastahl habe ich noch? Oh, noch jede Menge, ne? 240. Da können wir auch noch ein ganz bisschen was herstellen. Sehr gut, Fledermäuse, dann. Mach mal. Dann muss ich den hier noch näher abbauen. Den da oben. Da. So, Welt, wie sieht's aus? Das Ding hier ist noch 5 Tage da. Keine Chance. 14 Tage, das könnte klappen. Eine Energierüstung exzellent ist natürlich nice. Ist nice. Der Außenposten hier, da gibt's nichts Cooles. Aber einen Außenposten zu besiegen macht Spaß. Wenn meine Leute gut ausgerüstet sind, dann kann man das auch gerne tun. Muss bloß gucken, dass die auch gut ausgerüstet sind. Wir haben noch 700 Teufelsgarn. Wie sieht's denn aus? Brauchen wir noch irgendwas? Herr Fledermäuse hat doch bestimmt Level 20 inzwischen, oder? Ja, hat er. Geht das noch über Level 20? Nee, ne? Legendärer Großmeister ist alles, was geht. Aber der kriegt immer noch Erfahrung. Ja. Das ist wahrscheinlich, wenn man den Mod nicht hat, dass die ihre Erfahrung vergessen. Genau, Elisabeth. Hier, nee, warte mal. Da habe ich was vergessen. Nämlich nicht zum besten Lager bringen, sondern einfach auf den Boden schmeißen, das Zeug. Genau. Ach, jetzt ist die da unten, ne? Eine Skulptur da unten drin wäre auch cool. Problem ist, ich habe keine Skulpturen mehr. Und hier ist auch bloß noch eine da. Die andere hat es zerlegt, leider. Muss da leider eigentlich mal neue Skulpturen bauen. Kunst 11. Alisa könnte auch Kunst lernen, aber die macht erstmal nur beschissene Skulpturen. Deswegen bin ich da noch nie ganz so überzeugt von. Ich hätte auch gerne mal einen Händler, dem ich hier so ein bisschen was von dem Unsinn andrehen kann, den ich hier alles hab. Das Lager ist so voll, ne? Müsste halt vielleicht auch mal zusammengelegt werden. Hier sind 3 Bauteile, ne? Da 28 Bauteile. Oh, das sind doch alle. Alle 31 Bauteile, die wir haben. Das ist gar nicht so cool. Was wurde hier eigentlich geforscht? Vitalmonitor, das ist sehr gut. Dann könnten wir mal hier den Circuit Breaker forschen. Der ist nämlich nicht teuer. Dann braucht man ja jedes Mal ein Bauteil, wenn das Ding hier durchgeht. Was ganz nice ist. Und ich kann vielleicht mal ein paar mehr Batterien bauen. Das wäre auch eine Idee. Halt, Ei. Hier. Ich hab's vergessen. Hier. Körperoperation hinzufügen. Bitte implantiere bionisches Auge, linkes Auge und bionische Wirbelsäule. Okay, hau dich hin, hier. Bist vollständig erholt. Du kriegst natürlich, kriegst du jetzt Medizin, ne? Die beste der Welt. Ah, wo ging das hier? Und Pyro, du strengst dich an. Was machst du gerade? Gehst du schon mal fütte? Das ist in Ordnung. Du darfst dich dann auch ein bisschen entspannen, aber du musst sie noch verarzten.
auf dass sie morgen wieder fit ist. Weil der Reis hier muss dann geerntet werden. Was machst du jetzt? Shooting a few bullets. Das ist nice, weil dann bist du gleich hier unten in der Nähe. Bis du dort bist, musst du wahrscheinlich schon mit der Operation anfangen, aber das ist halt so. So, operiere Ei. Wehe du schlägst, wehe du Gurke, ne? Ich sag's dir, Medizin 13, reiß dich bloß zusammen. ich wünschte, ich könnte die Operationserfolgschance irgendwie sehen. Ja. Operationserfolgsfaktor 88%, warum denn das? Helligkeit, okay. Dann don't do it. Wir brauchen erstmal Licht. Brauchen Licht, das stimmt. Das ist doof. Oh, da wäre. Wenn es daran gescheitert wäre, ne? Hier, ein. Wo ist denn das? Möbel? Hier, ein Walllight. Los, pack's hier hin. Kannst du hier oben auch nochmal eins hinpacken? Sky, wo bist du? Du isst gerade. Tedrick, wo bist du? Bist auf dem Weg ins Bett. Bau mal schnell das Licht hier an. Los, los. Büro, du kannst schon mal das Zeug zurechttragen, bitte. Für die Operation. Tedrick wird das ja hoffentlich schneller aufgebaut haben. Wie du mit der Operation fertig bist. Das wäre ganz gut. Er braucht ja bloß ein bisschen Stahl, ne? Wie viel? Ich seh's gar nicht. Ach, 5 Stahl bloß. Ja, komm. Und 2 Arbeit. Das Licht ist fertig. Bevor Pyro anfängt damit. Ja, genau. Hätte ich was das Licht vergessen? Oh Gott, nee. Was machst denn du? Ach, machst du jetzt Beta? Das ist eigentlich auch gut. Auch wenn das jetzt nie so gewollt gewesen ist. Ja, kannst du hier den auch gleich nochmal hinsetzen. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Operationserfolgsfaktor ist 116%. Grundwert ist 110. Sauberkeit des Raums ist 101. Sehr gut. Multiplikator für Helligkeit 100. In 100. Qualitätsmultiplikator ist 105, weil das Ding bloß gut ist. Aber okay. Jetzt Pyros Erfolgschance ist, glaube ich, auch ganz gut, oder? Ja, Operationserfolgschance 96%, ja. Kein Problem, ne? Arbeiten, 100% Wichtigkeit. Also wenn Pyro ein besserer Arbeiter wäre, hätte er auch eine bessere Erfolgschance. Aber der Hauptanteil kommt halt durch die Medizin. Theoretisch dürfte nicht schief gehen. Ne, Operationserfolgschance von 96% plus 116%. Sollte ja irgendwas von 98% sein oder so. Da würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass hier nicht schief läuft. Das wäre zumindest wünschenswert. Also streng dich an, Pyro, ne? Das hier ist das Auge. Ich habe keine Ahnung. Betis ist wichtig bei ihr, ne? Die Wirbelsäule wäre super, dass er endlich mal wieder schnell laufen kann und schnell arbeiten. Und das Auge ist halt fürs Kämpfen. Oh ja, das hat geklappt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. 125% Effizienz. Sehen ist jetzt... Warum ist Sehen 119%? Wegen... Ach, wegen dem Bewusstsein wahrscheinlich, oder? Ah, keine Ahnung. 119% sehen. Jo, und die Wirbelsäule wird jetzt gleich bewegen geben. Dann könnte man sich überlegen, irgendwann nochmal Beine zu machen. Dann kriegen die nämlich einen Bonus auf Bewegen und das sorgt dafür, dass sie eine bessere Ausweichchance kriegen. Ist für die Nahkämpfer eigentlich auch nicht schlecht. Sowieso nicht schlecht, wenn die Nahkämpfer auch flott sind. Ja, dann kannst du denen eine Energierüstung anziehen und die sind immer noch nicht lahm. Es ist interessant, dass die Wirbelsäule scheinbar einfacher ist als das bionische Auge. Weil Pyro jetzt bloß 2 Medizin gebraucht hat, nicht 3. Streng dich an, ne? Glaub an dich. Dämliche Schussverletzung am Oberkörper. Nase zertrümmert, ist kein Problem.
rechte Mittelfinger weg. Das ist natürlich dämlich. Hat geklappt. Ah, das hat geklappt. Pyro, du bist ein Traum. Jawohl, wenn Aidan morgen aufsteht, ist er ein ganz neuer Mensch. Quasi. Dann kann sie hier so richtig abgehen. Bringt die bionische Wirbelsäule eigentlich einen Bonus? Nee, die hat einfach bloß 100% Effizienz. Aber das ist schon mal ein deutlicher Vorteil im Vergleich zu 78, die wir sonst gehabt hätten. Blockierter Ablauf, ja. Kein Problem. Wird sich schon jemand drum kümmern. Sehr gut, genau. Wie sieht's denn Mila aus? Können wir dich jetzt endlich rausschmeißen hier? Ja, können wir. Dann hier Gefängnis freilassen. Ciao. Außer raus. Kann sie nicht mehr sehen. Genau. Das ist doch nice, ne? Wird oben wurde sie rausgelassen und dann läuft sie nochmal durch die ganze Bude, um unten rauszugehen. Ich weiß gar nicht, ob wir da einen Bonus kriegen für. Sind die raushauen. Die komplette Kirche mag uns echt überhaupt nicht, ne? Naja. Das geht noch. Kann ich mich gerade so noch mit anfinden? So, ja. Ja, Ei geht ab hier, ne? Können wir mal gucken. Nicht Pause machen. Achso, das ist automatisch Pause. Was ihre Erfolgschance ist fürs Treffen jetzt? Arbeiten minus 1, sehen plus 2,2. Persönliche Merkmale Raufbold. 4,0. Angepasste Kurve ist 88%. 88% Trefferchance. Das ist schon nice. Die hat halt immer noch minus 1 durch. Minus 1 durch Arbeiten. Das ist interessant. Na gut, ja. Ist ja auch 92% plus. Dass echt zu viel abzieht, dieser komische Finger da. Naja, kriegt so irgendwann nochmal einen Arm. Aber das ist jetzt eher weiter unten auf meiner Liste. Ihre Ausweichchance, wie ist die? Hat die sich zum Positiven entwickelt? 19%. Weil. Ja, sehen bringt sogar was. Hat bloß eine 8-mal Wirkung, also. Bewegen ist besser. Bewegen hat auch kein Maximum. Aber damit kommt sie immerhin auf eine 19%ige Ausweichchance. Das ist schon ganz ordentlich. Plus 13, ja. Ist auch schön. Starlight, du siehst nie so gut aus in dem Hinsicht, ne? Ja, die Ausweichchance ist übelst Gurke bei ihr. Durchsehen. Dasselbe Problem. Also wenn wir ihr Sehen verpassen, wird sie auch deutlich zulegen. Sie büßt aber auch richtig viel durch Arbeiten ein. Ihre Trefferchance ist aber okay. 77%. Warum büßt du so viel Arbeiten ein? Wo bist denn du so gehandicapt, meine Liebe? Linkes Auge, linker Zeigezeh. Zeh. Hä? Arbeiten ist 100%. Was ist hier das Problem? Ach, das ist ja bewegen und sehen. Nee, arbeiten. Ja, bewegen ist 92%. Stimmt. Verdammt. Wegen den scheiß Zähnen. Ah, die bräuchte zwei neue Beine. Aber das passiert jetzt demnächst erst schon mal nicht. Aber interessant. Na hier, Alisa macht jetzt erst schon mal die ganze Medizinstadt klar. Wunderbar. Und sobald hier die Temperaturen steigen, kümmern wir uns dann auch darum, dass wir hier die Heilwurzel neu anbauen. Und ich will eigentlich nochmal losziehen. 13 Tage ist das noch da. Den Rest können wir vergessen, dann komm ich nicht rechtzeitig hin. Ist eigentlich die Reisezeit jetzt schon kürzer geworden? Ja, 1,8 Tage bloß noch. Das ist schon mal ganz nice. Cassandra lässt uns auch wieder schön in Ruhe, ne? Den kann man neu installieren. Den kann man echt neu installieren. Und hier kann er Kalksteinbrocken ausbuddeln. Das ist in Ordnung, soll er mal machen. Das stört mich nicht.